Die Polargebiete nördlich des Polarkreises haben sich im Vergleich zur Referenzperiode 1961 bis 1990 bereits um mehr als 2 Grad erwärmt. Auch in der Zukunft erwarten wir besonders starke Ausprägungen des Klimawandels in der Arktis. Ich freue mich jetzt, dazu sprechen zu können mit dem Polarforscher Dirk Notz. Er ist Professor für Kryosphärenforschung mit dem Schwerpunkt Meereis an der Universität Hamburg und Leiter einer Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Meteorologie, auch in Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Notz. Ja, vielen Dank. Zum Einstieg würde ich Sie bitten, vielleicht ein bisschen was über sich zu erzählen, etwas von Ihrer Arbeit, damit wir einen kleinen Einblick bekommen. Genau, ich erforsche das Meereis in beiden Polarregionen, und zwar sowohl vor Ort Richtung Nordpol, Richtung Südpol, als auch am Computer. Wir haben auch ein eigenes Labor, wo wir das alles erforschen. Und neben dieser reinen Forschungstätigkeit bin ich einer der Leitautoren für den nächsten IPCC-Bericht und sehr, sehr engagiert in der Öffentlichkeitsarbeit. Okay, vielen Dank. In der Arktis ist der Klimawandel ja bereits sichtbar, quasi zum Greifen nah. Wie hat sich denn das Meereis in den letzten Jahren entwickelt? Ja, wir haben seit über 40 Jahren sehr zuverlässige Satellitenaufnahmen von der Menge des Meereises in der Arktis, insbesondere von der Fläche, von der Flächenausdehnung. Und da sehen wir, dass in den letzten 30, 40 Jahren sich die Fläche im Sommer des arktischen Meereises etwa halbiert hat. Und das Eis ist auch etwa nur noch halb so dick, wie es vor 30 Jahren war. Das heißt, wenn wir jetzt die halbe Fläche und die halbe Dicke zusammennehmen, dann ist das Volumen des arktischen Meereises im Sommer heute noch etwa ein Viertel von dem, was es vor 30 Jahren war. Das sind natürlich drastische Befunde. Können Sie uns etwas sagen zu den Mechanismen und den Gründen für diesen Meereisrückgang? Ja, die untersuchen wir seit vielen Jahren und wir kommen immer wieder zu dem gleichen Ergebnis, dass die Hauptursache für diesen Rückgang des Meereises unser menschlicher Treibhausgasausstoß ist, der dann in manchen Jahren noch verstärkt wird durch interne Schwankungen, natürliche Variabilität im Meereis. Und da wir immer wieder finden, dass der menschliche CO2-Ausstoß so wichtig ist für den Rückgang des Meereises, haben wir vor einigen Jahren einfach mal angeschaut, ob wir das denn quantifizieren können und haben einfach mal aufgetragen, die Fläche des arktischen Meereises gegen den gesamten menschlichen CO2-Ausstoß für die einzelnen Jahre. Und was man aus einer solchen rein auf Messwerten basierenden Grafik dann ablesen kann, ist, dass für jede Tonne Kohlendioxid, die ein Mensch irgendwo auf der Erde ausstößt, die Fläche des arktischen Meereises etwa um 3 Quadratmeter zurückgeht. Also dieses Meereis, das etwa 1 Meter dick ist, davon schwinden für jede Tonne CO2-Ausstoß etwa 3 Quadratmeter. Wenn wir nun einen Blick in die Zukunft wagen, was erwarten Sie für die kommenden Jahre, insbesondere bis zum Jahr 2050 oder bis zum Ende dieses Jahrhunderts? Ja, wir sehen in den Beobachtungen diesen sehr, sehr klaren linearen Zusammenhang, dass immer ungefähr die gleiche Fläche Meereis pro Tonne CO2-Ausstoß verschwindet. Und einen ähnlichen linearen Zusammenhang sehen wir auch in allen Klimamodellen, die wir haben, bis das Eis weg ist. Das heißt, wir können einfach die beobachtete Linearität nehmen und in die Zukunft extrapolieren, um herauszufinden, wann denn das Eis weg ist. Und dafür gibt es jetzt nicht das magische Jahr. Es gibt eher die magische Menge an Kohlendioxid, die wir noch ausstoßen dürften. Und zusammen mit der natürlichen Variabilität ergibt sich da so eine Grenze von zwischen 500 und 1000 Gigatonnen Kohlendioxid, die wir noch ausstoßen dürften, bis dann die Arktis zum ersten Mal im Sommer praktisch eisfrei ist. Und beim heutigen CO2-Ausstoß von etwa 40 Gigatonnen pro Jahr dürften wir diesen Zustand in 10 bis 30 Jahren erreicht haben. Und das sehen wir auch in allen Klimasimulationen oder in den meisten Klimasimulationen der CMIP-6-Modelle, dass auch die vorhersagen, dass vor 2050 mit hoher Wahrscheinlichkeit die Arktis das erste Mal eisfrei sein wird im Sommer. Etwas provokant gefragt, könnte man natürlich nur noch argumentieren, dass eine eisfreie Arktis durchaus ihre Vorteile haben könnte. Stichwort Rohstoffnutzung oder Schifffahrt. Was würden Sie dem entgegnen? Das stimmt sozusagen auf der rein ökonomischen Basis, kann das durchaus Vorteile haben, wenn das Eis weg ist. Allerdings stehen dem gigantische ökonomische Nachteile entgegen, weil nämlich durch den Eisverlust in der Arktis dieser gigantische Sonnenlichtspiegel verschwindet, der die Arktis im Sommer noch vergleichsweise kühl hält. Und wenn dieser Sonnenlichtspiegel, dieses Meereis immer weiter verschwindet, dann erwärmt sich die Arktis auch weiterhin viel, viel schneller als der Rest der Erde.
was dann möglicherweise dazu führen kann, dass die Permafrostböden auftauen, dass dort Infrastruktur kaputt geht, dass sehr viel Methan aus dem Permafrostboden kommt, dass die Eismassen in Grönland abschmelzen, der Meeresspiegel entsprechend ansteigt, mit den entsprechenden negativen wirtschaftlichen Folgen. Also insgesamt glaube ich auch, wenn man es rein aufs Wirtschaftliche reduziert, haben wir überhaupt kein Interesse an diesem Eisverlust, den wir aber im Moment in dramatischem Tempo wirklich verursachen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Notz. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank Ihnen.